Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther. Ich spiele Black Ops 2 Team Deathmatch Softcore. Und zum Ende hin habe ich mal ein bisschen Bereichscampen gemacht. Ich nenne das halt mal so, wenn man einen Bereich ja absichert und dass der Feind einem nicht in den Rücken fallen kann. Habe ich aber nur zum Schluss hin gemacht. Und da kann man auch sehen, dass man da wirklich derbe Abschussquote erreichen kann. Gut, aber in dem Commentary soll es halt noch ein bisschen was anderes gehen. Meine Frau hat mir was Nettes mitgebracht und zwar ein Buch. Und da geht es darum, wieso die Jugendsprache heutzutage ist und das übersetzt so ein bisschen die ganze Geschichte. Und ich habe mir überlegt, das ist ganz witzig, dass ich das entweder in einen Pink Panther fragt verwende. Aber da gibt es ja wieder nicht so eindeutige Antworten. Und da habe ich mir überlegt, dann tue ich einfach mal ein paar kleinere YouTuber irgendwie einladen dazu. Und frag die mal, ob sie wirklich was davon verstehen. Weil die meisten sind ja so ein bisschen Jugendlicher oder zumindest in dem Alter, wo sie wissen sollten, was das heißt. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel heißt Auto Schlampenschlepper, Schlampenschaukel, Riesenorgel oder Bohrkrücke. ich suche einfach mal so ein paar Sachen raus, die immer irgendwie interessant sind. Bordell heißt beispielsweise Nagelstudio, Nagelbrett oder Reiterhof. weibliche Brüste, Milchtüten, Hupen, Klöpse oder Melonen. Also das steht wirklich hier drinne. So, Eltern, Supporter, Kohlenbeschaffer, Homes oder Ötzis. Das nächste wäre männliches Geschlechtsteil. Zapfen, Zapfhahn, Rohr, Rüssel, Spargel, Pfeife oder Pfeil. da geht es natürlich auch noch anders. Also hervorragend bedeutet zum Beispiel abfetzmäßig, hypertonisch, knallbündig, Aldi. Oder granatenmäßig. Also es gibt tatsächlich auch irgendwie immer wieder Sachen, wo darauf schließen lässt, dass das irgendwie von Gamern oder von Leuten, die mit PCs umgehen, kommt. Jugendlicher bedeutet zum Beispiel kurzer Jungtier, Bonsai, Milchtüte, Primel oder Primelkopf oder Ableger. Kinder kriegen bedeutet ableichen, ferkeln oder kalben. Also ich weiß ja nicht, ob ihr solche Wörter benutzt. Also ich finde es echt Hammer, was da für Dinger rauskommen. Ey, das ist total irre. Und da würde ich das Ganze dann halt mal andersrum machen, dass ich sozusagen die Leute dann halt frage, was das alles denn heißt, andersrum. So, jetzt zum Beispiel nochmal Sex haben. Heißt bonern, knattern, polen, poppen, rumlottern, einen klar machen. Ferkeln, bürsteln, klöppeln, knistern, zipfeln, stempeln, knuspern oder öckern. Wie schon hammerhart, ey. Was hier so alles drin steht, ey. Ich hab mich schlapp gelacht, ey. Wahnsinn. Echt. Verrückt heißt beklotzt, verstrahlt, verschifft, verpeilt, abgespaced, voll daneben, falsch programmiert. Ja. Weglaufen heißt davonspritzen, den Abpfiff machen, einen Turn machen, einen Schuh machen, sich wegklemmen, sich wegtun, sich vertopfen, vom Hof reiten, sich wegschalten. Also, naja. So, und das gibt's dann halt auch andersrum, dass zum Beispiel, was bedeutet Holzbein? Ja, das ist dann die jugendliche Aussprache dafür. Und das bedeutet in der Werbung, jemanden auf dem Holzbein erwischen. Jemanden halt auf dem falschen Fuß erwischen. So, ne? Hupen, weibliche Brüste und so weiter. Naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ich das Ganze verwenden soll, ob ich wirklich ein paar Leute einladen soll oder beispielsweise auf irgendwelche Teamspeaks gehen. Dann ist mir aber noch eingefallen, der Steve Bitty kommt ja heute. Und wir könnten uns ja theoretisch gesehen heute oder morgen, bevor wir zum Klettern gehen, dass wir uns einfach so in die Straßenbahn setzen oder einfach durch die Stadt laufen, eine Kamera mitnehmen. Und ich interview oder frag dann halt die Leute,
also Jugendliche, ob die wissen, was das tatsächlich heißt irgendwie. Und mal gucken, wie die da drauf reagieren. Das wäre da auch Knaller, oder? Also deswegen schreibt's mal unten in die Kommentare, es würde mich echt mal brennend interessieren. Und ich werde das dann irgendwie mit dem Steve Pittison durchziehen. Der ist, wie gesagt, ja heute Abend hier und entweder machen wir das dann zusammen im Teamspeak oder aber, wie gesagt, wir schnappen uns dann eine Kamera und dann geht's uff. Na gut, so, Gameplay ist jetzt so langsam am Ende. Und ihr schreibt bitte auch mal in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass das Campen ist oder aber nicht. Und ich denke mal, so ein 25-2 kann sich sehen lassen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut's drin. Tschüss. Pink Panther sagt oder Pink Panther fragt, Gaming Comedy, wie ich es mag. Pink Panther sagt oder Pink Panther fragt. Oder suchen und verstecken Battlefield 3. Bisschen COD, dann sind wir alle bereit. Pink Panther sagt, Pink Panther fragt.